So, hi Leute, es ist Dienstag, das ist mein zweites Video, weil gerade die blöde Polizei bei uns geklingelt hat und einen total abfuckt. Ja, so, das erste war eigentlich ganz gut, aber da ich mittendrin unterbrechen musste und meine Kamera manchmal zu doof ist, irgendwas zu schneiden, fange ich nochmal von vorne an. Also, ja, Thema diese Woche ist Testosteron bei Kindern und Jugendlichen, also eine frühe Indikationsstellung und eine frühe gegengeschlechtliche Behandlung bei transidenten Jugendlichen und Kindern. Zunächst mal Testo im Kindesalter ist irgendwie schon allein ein bisschen bescheuert, ne? Also der männliche, normal biomännliche Körper schüttet Testosteron in der Regel aus, wenn Kinder in die Pubertät kommen oder Jungen in die Pubertät kommen, also so mit 13, 14 Jahren oder sagen wir mit 10 Jahren, wenn halt die Pubertät beginnt. Mit Eintritt der Pubertät schüttet so ein männlicher, biomännlicher Körper halt vermehrt Testosteron aus. Das heißt, Testosteron für transsexuelle Kinder ist für den Arsch, ne? Von daher, alles was quasi im Kindesalter von 1 bis 8, von 1 bis 9 Jahren bei Frau zu Mann transsexuell, also beim jungen Mädchen setzt er die Pubertät so mit 9 bis 10 Jahren ein. Also alles, was davor passiert, ist einfach sowieso eine normale körperliche Entwicklung, die noch nichts mit der Entwicklung hin zu Mann oder Frau zu tun hat. Das heißt, ab dem Alter von 9 oder 10 Jahren, also ab Pubertätsbeginn, könnte man mit Pubertätsblockern einsetzen, also Medikamenten, die die Pubertät einfach hemmen und verlangsamen. Aufhalten komplett tun sie, glaube ich, nicht. Das ist, ich meine mich recht zu erinnern, dass als ich in dem Alter war, das in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten war. Also dass, da gab es auch eine Doku über ein holländisches Mädchen, bei der diese Pubertätsblocker eingesetzt wurden. Und mittlerweile darf man das auch in Deutschland. Ich habe, ja, ein bisschen Probleme damit, weil aus der Sicht eines transidenten Menschen, der ich bin, muss ich sagen, wäre es natürlich für mich grandios gewesen, Pubertätsblocker zu haben. Also die sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln sich nicht so. Das heißt, das da wächst einfach nicht. Es bildet sich keine Periode aus. Das sind schon Sachen, die eigentlich ganz fantastisch sind, ne? Das, definitiv. Und auch sowas wie eine Mastektomie später ist einfach weniger aufwendig, weil es dann meistens nur noch die Entfernung von Drüsengewebe ist, weil sich der Rest, wie gesagt, gar nicht ausbildet unter pubertätshemmenden Medikamenten. Auf der anderen Seite muss ich auch an die Rolle der Eltern irgendwie denken. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Kind, was transident empfindet und mir sagt, Mama, Papa, ich möchte als Junge leben oder ich möchte als Mädchen leben, obwohl der Körper das eigentlich nicht hergibt, dann bin ich als Eltern ja irgendwie auch gezwungen, diese Entscheidung zu fällen. Und definitiv ändern sich Körper und auch Gehirnstrukturen unter dem Einfluss von Hormonen. Und wenn ich überlege, dass so eine empfundene Transidentität vielleicht sich eventuell unter Umständen, ich bin kein Wissenschaftler, aber wenn sich das verändert, weil sich das Körperempfinden verändert, unter der normalen Pubertät, die ein Körper durchläuft, dann könnte auch sowas sein, wie dass sich dieses falsche Geschlechtsempfinden vielleicht nicht manifestiert. Und würde man diese normale Pubertät aufhalten durch Pubertätsblocker, könnte es also sein, dass ein Kind, was später nicht transident empfinden würde, wenn es durch die naturgegebene Pubertät durchläuft, eventuell eine Behandlung erfährt, die ihm eher schadet als nützt, zumindest psychisch gesehen. Das finde ich schwierig. Also ich weiß, dass es diese Pubertätsblocker vor allen Dingen hier in Hamburg am dem Krankenhaus, dessen Namen ich vergessen habe, einen Arzt gibt, der diese Indikationen stellt und auch Kinder und Jugendliche oder dann ja eigentlich ab Pubertätsbeginn, also Jugendliche behandelt. Und der da auch sehr in der Kritik steht, weil er an einem sehr frühen Zeitpunkt der Natur ins Handwerk pfuscht. Ich finde, ins Handwerk pfuscht, das ist nicht so negativ gemeint, wie das klingt, aber er interveniert einfach an der Stelle, die noch sehr, sehr früh ist.
Aus der Sicht eines Transidenten muss ich sagen, finde ich das total super, weil es mir persönlich einfach auch sehr geholfen hätte, mir diesen Pubertätsscheiß und Periode und so zu ersparen. Andererseits möchte ich als Elternteil auch mit der Unterstützung eines Psychologen, glaube ich, diese Entscheidung nicht fällen müssen. Wobei man das als Eltern wahrscheinlich spürt, ob das für das Kind das Richtige ist in dem Moment. Ja, zu Testosteron. Ja, wie auch schon ein paar andere gesagt haben, ne, wenn man dann mit 10, 11 oder sowas diese Pubertätsblocker beginnt und beginnt dann meistens in der Regel, glaube ich, so mit 15 oder sowas mit einer gegengeschlechtlichen Hormongabe, also sprich mit Testosteron oder Östrogen im umgekehrten Fall, passieren schon ein paar Sachen, wie Leo, glaube ich, auch gesagt hat. Die Wachstumsfugen schließen sich, sodass das Testosteron eigentlich das Wachstum hemmt. Das kann bei einem Transmann, der sowieso so ein laufender Meter ist, ich meine, ich bin selber nur, naja, gelogen 71, ne? Ist das natürlich blöd, wenn der mit 15 aufhört zu wachsen. Ich bin von 15 bis jetzt noch 5 cm in die Höhe. Und 5 cm von 1,65 auf 1,70, das macht eine Menge aus, auf jeden Fall, für das eigene Empfinden. Und da ist es vielleicht, was das Wachstum angeht, vielleicht schon geschickter. Man sagt, man beginnt mit Testosteron eher dann doch noch einen Tacken später als so früh. Andererseits aus der Rolle von einem transidentischen Jungen, ich hätte das nicht gemacht. Also ich glaube, man hätte mir erzählen können, was man wollte. Wenn man mir gesagt hätte, na, du wächst dann nicht mehr, ist gerade scheißegal, gib mir das Zeug. Ich möchte nicht als Frau leben. Und eine Pubertät damals schon im richtigen Körper oder dieses Erwachsenwerden, wenn alle anderen eben auch erwachsen werden mit 15, 16, schon in der richtigen Rolle zu erleben, glaube ich, tut einem selber, glaube ich, schon sehr gut. Das merke ich jetzt schon, dass ich diese Pubertät, die man eigentlich früher erlebt, erlebe ich halt jetzt mit 24. Wo ich eigentlich in einem Leben angekommen bin mit Freundin und Beruf und eigener Wohnung etc., wo man eigentlich gar nicht mehr den Kopf hat, um zu pubertieren und auch einfach nicht mehr das Umfeld hat, um wirklich nochmal so eine Pubertät mit allen Höhen und Tiefen durchzuleben. Das ist schon, wenn man das natürlich früher macht, ist das irgendwie schon. Es fühlt sich besser, glaube ich, in das eigene Leben ein. Ja, genau, abschließend weiß ich trotzdem einfach nicht, was ich von diesem frühen medikamentösen Eingreifen mit Beginn der Pubertät, also wirklich am Fuß von Kindesalter zu Erwachsenenalter mit 10, 11 Jahren, was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Aus der Rolle eines Transidenten finde ich es gut. Ich möchte nur einfach die Entscheidung niemals treffen müssen für mein Kind, weil ich glaube, das unheimlich schwierig ist. Und wenn man an dieser Schwelle die falsche Entscheidung trifft, dass das Leben, glaube ich, richtig maßgeblich versauen kann. Mehr versauen, als es vielleicht das Abwarten täte. Genau. So viel dazu. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.